So, sehr schön. Jetzt habe ich auch wieder Ton. Und ja, ging der Pfad hier noch nicht noch irgendwo weiter? Ah, zumindest findet man hier ein paar nette Sachen. Kann ich auch mal aus einem Zunderschwamm mitnehmen. Gullmond und Belmart. Schon wieder vergessen, wozu das Belmart ist. Sowieso fehlgeschlagen. Ja, das war's dann mit dem Pfad. Wusste ich einfach auch nicht mehr so genau, ob der jetzt da irgendwo weitergeht. Oder nicht. Sackgasse. Aber ein paar Sachen kann man mitnehmen. Also man kann das, denke ich, schon machen, dass man dann hier runter geht, die Sachen holt. Es lohnt sich, den kleinen Abstecher zu machen. Ich finde es sehr schön, wie diese Pollen vom Löwenzahn oder Löwenzahn-ähnlichen Blumen in der Luft rumfliegen. Tja, aber zu beschaulich wird es dann doch nicht sein, weil da vorne schon wieder die ersten Gegner lauern. Ach ja, wen haben wir denn da? Weitere Ork-Krieger. Können wir den nicht irgendwie diesen Felsen auf den Kopf fallen lassen, so wegsprengen und dann... Ja. Okay, wir machen es natürlich wie gewohnt und ich wollte jetzt mal wechseln, und zwar, dass der Nasreddin Nahkampf macht und die Rulana dann auf den Bogen umsteigt. Eventuell gebe ich ihr dann auch die Kriegspfeile. Na, das mache ich schon mal. Sie hatte, glaube ich, auch den Bogen. Ach, meine Nase kribbelt. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ja. Dann gebe ich ihr die Pfeile. Alan. Und er hatte auch noch. Ja, dann gebe ich ihr die auch noch. So. Ach so, ja. So ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm ein Schild geben sollte. Das ist jetzt eine gute Frage. Gute Entscheidung. Ob er das Amazonenschild nehmen kann? Warum nicht? Die Rulana ist so nett und leiht ihn das mal aus. Deception. Und auf in den Kampf. Kuroka, ich habe ihn nur... bewusstlos. So, dann gucken wir noch mal, was er so kann. Das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht so bei den Orks. Die fallen doch recht schnell jetzt um. Gezielter Stich. Brauchen wir nur das Maus. So, das war's dann auch schon. Die sind doch gar nicht so schlimm. Die Kriegspfeile bekommt die Rulana, und ich werde jetzt nicht alle Langbogen mitnehmen, sonst ist das Inventar so schnell voll.
So, hatten die nicht irgendwas davon gesagt, sie hätten irgendwen bewusstlos geschlagen? Wollen wir doch mal schauen, ob wir noch jemand finden. Also wenn man nicht genug Kräuter hat, hier gibt es auf jeden Fall noch ganz viel einzusammeln. Ich werde jetzt nicht alle mitnehmen, weil ich glaube ich noch ganz gut habe. Also Wieselkraut, das ist das, was ich ab und zu benutze. Gulmond haben wir glaube ich eigentlich auch genug. Ja, 68 Gulmond-Tee, damit kommen wir auch recht weit. Aber wenn man halt irgendwie schon, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen ausgebrannt ist, sollte man sich hier doch ganz gut umsehen und dann alles mitnehmen. Der Rauch wird dichter und wir kommen der Burg näher. Wir sind jetzt in der Grimmscharte. Das klingt ja auch sehr einladend. Und ich sehe ein Feuer. Das sind auch wieder Ork-Krieger. Werde ich mal kurz speichern. Ja, und ein Oger. Hilfe! Die Bestie will mich fressen! Welche der Bestien will dich fressen? Ich sehe da mehrere. So, dann werden wir versuchen, ihn mal zu befreien. Moment, da haben wir jetzt auch eine Aufgabe bekommen. In den Händen der Orks. Befreie den Boten Gundwein. Die Ork-Meute, die Gundwein gefangen hält, wird ihn nicht ohne weiteres gehen lassen. Mir bleibt wohl nichts, als zur Waffe zu greifen. Ja, warum auch nicht? Ich guck mal, ob ich die so ein bisschen anlocken kann. Damit nicht irgendwie alle auf einmal. Na, es kommen doch alle auf einmal. Na gut. Autsch. Sollten wir uns trotzdem erst um den Oger kümmern. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass er am meisten Schaden macht. Jetzt wird's ernst. Hey, ja. Ich mach das schon. Tirolana, ein bisschen weiter Schritt weg. Für Schritt. Ach ja. Alle mal hergehört. Alan. Wieder nicht so gut. Sieht schon wieder ganz schlecht aus, Alan. Sterbt. Wen heile ich denn jetzt als erstes? Ich nehme das mich selbst und die alles klar. Den Nasreddin. Voraus. Das war's. Ich sollte ihn selber angreifen. Gute Entscheidung. Und Rolana ist in der Bedrängnis. Nicht gut. Da entlang. Sie hat doch ein Bensaft dabei. Kurkum! Ach, das ist echt schlecht jetzt. Das gefällt mir nicht. Wieso kann ich die jetzt nicht? Gute Entscheidung. Die sind alle umgeworfen. Na toll. Ich mach das schon. Das sieht echt schlecht aus gerade.
bin mehr am Heilen als am Kämpfen. Na, das können wir doch vergessen. Rastulla! Nee, nee. Das versuche ich nochmal. Ich hatte doch so einen Quicksave hier. Mal gucken. Den Amatus nochmal benutzen. Kann ich es irgendwie machen, dass die stehen bleiben und ich alleine weitergehe? Ich würde die denn doch schon gerne hier einzeln anlocken. Vielleicht, wenn die Rolana einen Pfeil schießt oder so. Und zwar nur auf den Ork-Krieger. Gucken, ob sie das macht. Naja, der rennt sofort alle los. Das ist echt blöd. Damit habe ich nichts gewonnen. Dass sie weiter auf ihn schießen können. Alle mal hergehört! Vielleicht. Entschuldigung. Der Kampfhund oder der Ork-Anführer. Ach. Irgendwie sind einfach zu zahlreich. Muss ich schon gucken, dass ich die nacheinander und den Ogre als letztes. Was gebe ich denn jetzt der Rolana an Heiltrank? So, bitte alle mal. Kurkum! Auf den Ork-Anführer. Rastulla! Ist mit einem Klingensturm. Folgt mir! Achso, ich darf die Kladdes nicht vergessen. Vorax! Tod allen Feinden! Gute Entscheidung! Gott, die Rolana kriegt es ganz schön ab. Keine Munition, nicht gut. Da entlang! Für die Königin, Amazone Voraz. So, irgendwen hat's wieder erwischt. Gut. Meine Rache. Ich mach das schon. Alles klar. So gute Kladdes, du kannst auch mal was machen. Vorax. Autsch. Na, wollte ich doch gerade heilen. Blöder Uga. Ich nehme die Sache in die Hand. Alan. Kommt schon. Salam. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Ach, gut, das war jetzt... Ach so, einer, der die
für Schlüssel für die Fesseln hatte. So ein schönes Standbild, wie der Dreck hochfliegt. Tod allen Feinden! So, und jetzt alle noch auf den Oger und dann haben wir es geschafft. Hey. Tod allen Feinden. Voll Team. Arg war. Ass, ich mach das schon. Alan. Man merkt natürlich jetzt, dass ich, dass der, ich denke zumindest, dass der Nasreddin keine Ausdauer hat. Und, mit der Rulana hatte ich das ja gelernt. Ach doch, er hat Ausdauer 1. Na gut, er hat halt, ich glaube, es kostet sehr viel, die Sachen, die er da machen kann. Aber leider kann er sie alle nicht mehr ausführen. Ich nehme die Sache in die Hand. Alles klar. Furax. Ja. Ha. Alan. Das kann er wieder was. Meisterparade. Bringt ihm das? Ja. So, das ist so eine. Dauerhafte Fähigkeit. Keine Angriffsfähigkeit. Rulana, schon wieder keine Munition. Schlecht. Dann muss ich doch wieder bei ihr in den Nahkampf wechseln. Und was? Ich bin ja schon dabei. Das war ja Rettung in letzter Sekunde. Dachte schon, die Ogerbestie frisst mich lebendig auf. Aber wer schickt dich? Ist Hügelbold etwa durchgekommen? Ja, ich habe Hügelbolds Verfolger getötet. Er ist weiter und um Hilfe zu holen, aber ich bin im Auftrag des Hesinde-Tempels hier. Ich muss dringend in die Burg gelangen und dort ein wertvolles Artefakt finden. Du hast nicht zufälligerweise etwas für den über den Verbleib des Drachenauges. Nö, das kenne ich nicht. Es sind nur gerannt, bis wir draußen waren. Da kamen sie schon über uns. Diese Schwarzpelze waren überall. Hab versucht, sie aufzuhalten, um Hügelbolds Zeit zu verschaffen. Aber wir konnten den Orks die Burg stürmen. In Ferdok hieß es noch, es gäbe hier in der Region nur ein paar versprengte Sippen. Pah, ist nicht, dass ich nicht lache. Es sind Horden von Schwarzpelzen. Gut organisiert und unterstützt von fürchterlichen Ogern und einige und einer finsteren Hexe und ihrer schwarzen Magie. Das klingt seltsam. Zunächst waren sie auch nur kleine Trupps in den Bergen. Ritter Tralda, der Burgherr, zahlte gutes Gold, um sie aufzuspüren. Ganze 100 Dukaten hat er auf den Ork-Anführer Blutfang ausgesetzt. Doch dann drehte sich der Wind und die Orks griffen uns an, in Horden. Die vermaledeiten Schwarzpelze hatten uns weiß Korvoher Verstärkung erhalten, nicht nur von ihrer eigenen Sippschaft. Ein fürchterliches Hexenweib beschoss unsere Zinnen mit Feuerbällen, riesigen Oger mit einer... Und riesige Orge mit einer Wucht. Ich kann heute mal wieder nicht lesen. Mit einer wuchtigen Ramme machten aus dem Burgtor in kürzester Zeit Kleinholz. Ritter Tralda führte dann einen verzweifelten Gegenangriff. Hügelbold und ich stürmten auch mit raus, um die Breche zu halten. Doch diese Oger erschlugen unaufhaltsam Mann und Frau, bis nur noch wenige getreu übrig blieben. Und wisst ihr, was mit Ritter Tralda geschehen ist? Ritter Tralda und seine letzten Streiter verschanzten sich im inneren Verteidigungsring der Bereich der Burg. Wir aber wurden ausgesandt, um Hilfe zu holen. Und hier bin ich. Was für eine Schlacht, aber auch wenn alle Orks des Orklandes vor der Festung stehen würden, ich muss in die Burg. Das Auge des Drachen darf nicht in die Hand des Feindes fallen. Ich helfe euch, folgt mir, ich führe euch zu einem Geheimgang. Ich wollte aber vorher noch ein bisschen mich hier umschauen und gucken, was die Oger so die Orks und der Oger so bei sich hatten, und da vorne im Lager ist bestimmt auch noch was zu finden.
Und damit geht's dann im nächsten Video weiter. Vielen Dank. Ganz langsam reden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.